Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry Teil 6. Wir haben die Tür endlich aufgekriegt, sind dabei 3 Stufen aufgestiegen. Das war echt eine üble Tür. Und ja, knacken jetzt mal hier dieses Schloss. Hoffentlich klappt das besser. Ein G ist da drin, ja Wahnsinn. Das uns weiterhilft. Da ist ein G drin, da ist ein G drin. Uah. Da ist ein G drin. 3 Möglichkeiten haben wir. Jo, dachte ich mir schon. Da sollen sie uns doch bitte mal etwas mehr geben. Ja, kein O drin, das ist gut. I und V aber. I drin, V drin. Oder? Nee, kein V drin. Kein I drin. I drin, V drin. Kein G, habe ich gesagt, ne? Kann es also nicht sein. Kein I, kein V. I drin, kein V. Hä? Oder war es I und G drin, aber kein V? Das war wohl nix. F drin, aber kein A und kein G. Okay. Kein F drin, kein F drin. Ein F drin. Aber dann G drin. Oder heißt das A und G? F drin. Kein A und G. Das könnte es sein. Da ist ein A drin. Das kann doch nicht sein. Also da ist irgendwas bei der deutschen Übersetzung, glaube ich, falsch. Das kann nicht stimmen. H und E. Kein H drin. H drin gewesen, kein H. Doch, da ist ein H und E. Okay, das könnte es sein. Hier ist ein H und E drin, kann es auch sein. H und E hier unten auch. 3 Stück hätten wir. So, jetzt speichern wir mal hier. Direkt die erste. Die Kiste ist mit lange aufgegebenen Vorräten gefüllt. Angelschnur, das sind alles Sachen, Questgegenstände, die ich brauche. Schauen wir noch, ob die Fähigkeit hochgegangen ist. Nein, es ist nicht. Da müssen wir es jetzt nochmal machen. Bis das auf 64 hochgeht. Halt. Ah, Mist, habe ich den falschen natürlich gegeben. 64, sehr gut. So, 36 Level noch. Werde ich mich ein tricksen müssen. Ansehen. Angelschnur. Die gibst du doch bitte mal Valhall. Angelschnur. So. Kombiniere Angelhaken mit Angelschnur. Yeah. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir angeln müssen. So, in diese Tasche hinzufügen. Angelschnur mit Haken hinzufügen. Wasserflügel hinzufügen. Diesen Korken, den brauchen wir für die Weinflasche. Aber wir müssen vorher da noch eine Notiz für haben. Machen wir so eine Flaschenpost. So, benutzen Valhall. Wasserflügel. Wir fliegen wieder. Gehört manchmal eine gute Stelle zum Speichern. So, erkunde weiter. Hier hatten wir die Toteninsel. Das war die Toteninsel, genau. Die umfliegen wir mal kurz. Ah, Sirenen. So. Die sollen bitte gefälligst still sein. Der Rest haut drauf. Still, habe ich gesagt. Ach du je, hat das nicht geklappt. Na super. Na super duper.
Wieso hat Stille denn nicht geklappt? Das war höchste Stufe. Das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Grrr, ich glaube, das dritte Mal, dass das jetzt in dem Game passiert ist. Aber es ist eigentlich schon gepatcht. Na gut. Dann bis gleich. Obwohl, können wir nicht einfach gerade so machen? Dann sind wir da an der Stelle. Aber das macht nichts. Weil wir können nämlich jetzt hier rausgehen. Wir haben ja genau an der Stelle gespeichert. Da sagen wir ohne Speichern verlassen. Und sagen weiterspielen. Sehr gut. Sind wir genau an der Stelle. Das ist doch gut. Da ist die Toteninsel. Zu der wollen wir nicht. Ah, Sirenen. Wieso hat Stille nicht geklappt? Auf Stufe 6. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Mach mal hier einen Schadenszauber. Und du genauso. Schön Feuerball. Ja, hier aber hallo. Voll weggerapt mit den Feuerbällen. Nice. Die hasse ich, Seeschlangen. Einschläfern, oh, hat keine Punkte mehr da drin. Komm, mach nochmal ein bisschen Energie. Und hast du noch Gift? Sehr gut. Da sind die nämlich anfällig gegen Zuschlagen. Und obwohl die waren ziemlich effektiv dagegen, ich glaube, das behalten wir mal. Wie wäre es denn hier mit Klingenzauber? Ein bisschen Erdmagie. Rüstung. Schön gemacht mit dem Wasser, finde ich. Ja, die halten ordentlich was aus. Sollten vielleicht mal einen Blitz noch drauf machen. Spruch, Zauberspruch, was ist denn noch gut? Stinkbombe vielleicht. Du machst nochmal Klingen drauf. Einer übrig, den können wir wohl kaputt hauen, hoffe ich mal. Sehr gut. So, den geben wir jetzt noch ein bisschen Energize. Zwei Punkte oben für Sam. Und drei Punkte für Valhall. Und Dorn kann sich selber heilen. Zwei Punkte. Reicht, glaube ich, ne? Ah, reicht nicht. Okay. Dann nochmal zwei. So, speichern. Und wir klappern weiter hier den Fluss ab. Hä? Ah, ich bin auf Move. Ja, da ist was schief gegangen. Ach. Viel zu viele von euch. Beschleunigungszauber. Und den Rest geben wir euch so hoffentlich. Jo, das hat geklappt.
Eieiei, das ist eine Menge. Ja, das hilft mir alles hier nicht. Chojin ist gut gegen die Untoten als Paladin. Wassermücken. Riesenmoskito, Riesenmoskito. 8 Stück sind das. Okay, hauen wir auf die drauf. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein paar einschläfern. Ah, komm, ihr haut alle mal vorne auf die drauf. Hast du noch Schlaf? Sehr gut. Einschläfern. Und zwar die 7 da hinten. Du haust auch vorne drauf. Du schläferst den Rest ein. Da auf die 7. Und... du machst einen schönen Eisball auf die darauf. Sehr wahrscheinlich haben die aber einen hohen Schutz, weil es ja Wasserwesen hier sind. Schauen wir mal, wie die reagieren. Ne, ordentlichen Schaden gegen die. Sehr gut. Supi. Na, gut zu wissen. Dann machen wir die jetzt damit kalt, würde ich sagen. Sehr wahrscheinlich war es das schon, wenn die letzten beiden jetzt einen Eiszauber drauf machen. Eisball, höchste Stufe auf die 7. Und du machst nochmal einen auf die unteren. Ja. Fegen sie alle weg mit den Eisbällen. Sehr nice. Es gab bestimmt gute Erfahrungspunkte. Na, 4800 nur. Das war nix. Wieturminsel. Ich glaube, hier gibt es einen NPC. Genau. Eine exotische Frau tritt aus einem kleinen Fort und spricht euch an. Willkommen im Wieturm der Insel. Ich fürchte nur, wir haben keinen Lagerplatz mehr frei. Versucht es doch später noch einmal. Ja, Mai Lai. Super, 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 super. Hat hammergeile Waffen und Rüstung. Da kaufen wir jetzt jede Menge. Smalltalk? Nö. Obwohl, wir können mal ein bisschen fragen. Vielleicht kennst du dich ja ein bisschen hier aus. Monster. Monster halten das Verlies von Gesindel frei. Oh, okay. So kann man es auch sehen. Was sagen wir denn da? Fluss. Gewässer sind hilfreich, aber auch gefährlich. Flussmonster? Sprichst du vom Fluss oder vom Monster? Hm. Ja, hatten wir schon. Rüstung. Ah ja, Ü geht ja nicht. Rüstung. Findest du im Verlies Gegenstände? Ah, okay. Waffen. Ja, dann Tschüsskowski. Und Handel. Chojin. Verkaufen erstmal hier den Prüll, den wir nicht mehr brauchen. Nämlich. Auferstehung werde ich sie wahrscheinlich sowieso nie benutzen. Ja, behalt's mal. Große Stamina behalten wir. Lähmung. Kleine Heilung. Können alle weg. Mittlere Heilung behalten wir mal. Mittlere Stamina. Oh. Was hast du denn für schöne Sachen? Beastmaster, die Waffe haben wir schon bekommen. Gegen den Kampf gegen den Minotauren-Dämon ist die gedroppt. Drachentöter. Okay, da muss ich mal ein bisschen in der Liste checken. Also, falls jemand das nicht interessiert, was für Sachen und so weiter ich jetzt hier rausstöbern werde. Ich werde einige Zeit jetzt hier sehr wahrscheinlich verbringen. Das wird etwas dauern. Ansonsten seppt zum nächsten Video vor. Alle anderen, bleibt dran und schaut, was ich nehme. Was haben wir denn hier? Beastmaster momentan macht 1d8 plus 4 Schaden. Also 5 bis 12 momentan Schaden. Die Waffe von meinem Lord. Tja, wo gibt's denn hier Dragon Slayer?
Da, Dragon Slayer, das ist eine zweihändige Waffe. Ach so, ja, nee, zweihändige Waffen will ich nicht haben. Das interessiert mich nicht. Was haben wir denn noch hier? Einen Senfkolben. Was heißt denn Senf auf Englisch? Weiß ich jetzt gar nicht. Shit. Egal, weiter gucken. Pfeile, das ist schon mal gut. Ein paar schöne Pfeilchen hier, haben wir Pfeilvorrat. Schweres Kettenhemd. Gesalbte Handschuhe. Interesting, dein Zeug. Was machen die gesalbten Handschuhe? So, wo haben wir hier? Das sind erst die Waffen. Ich bin interessiert an einem Heater-Schild, aber scheint sie ja nicht zu haben momentan. Deswegen werde ich sehr oft rein und rausrennen müssen, um von ihr Sachen zu bekommen. So. Kaya-Gauntlets, Mail-Mitten, Steel-Gauntlets, Copper-Gloves, Mantis-Glove. Die kaufen wir mal. Schweres Kettenhemd. Bevor ich mich hier verkaufe, mache ich mal hier einen Speicherstand. Nehme ich das mal mit. Und gehe mal raus und schau mal, was ich da so habe. Und tschüss. Kommt bald wieder. Ja, aber gerne doch. Ach, nicht suchen. Ich dödel. Ansehen. Chojin. Prüfen. Minus 8. Und Samurai kann es tragen. Das ist nicht schlecht. Das ist schon besser als das, was ich jetzt habe, ne? Aber ich glaube, die hat auch minus 10 Gear. Ich meine, die droppt auch das ganze minus 10 Zeug. Rüstungsklasse 4, gesalbt. 40 Taler Humbug, da ich es gekauft habe. Super. Ich mal besser in der Liste weitergesucht. Na gut. Macht ja plus 4. Okay, neu laden. Kettenhemd brauchen wir erstmal nicht. Und wir werden ein paar Sachen verkaufen. Sam hat das meiste Zeug, glaube ich. Teufelsflöte, weg damit. Sei, weg damit. Bullenpeitsche. Das Trefferschwert, behalten wir das? Ja, komm, wir verkaufen es. Kristallstab. Der ist ordentlich was wert. So keine Magie mehr. Verzweifelte Kette. Also. Questgegenstand kann ich natürlich nicht verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt nochmal brauche, den Ring. Vielleicht am Ende. Auferstehung, weg damit. Klingen, weg damit. So. Er hat noch was zu verkaufen. Ziegenmasse geht natürlich nicht. Witterdolch geht auch nicht. Nee. Gummistrang kriege ich nicht mehr raus. So ein Mist. Ja, das nimmt mir einen Platz weg. Das ist natürlich beknackt. Naja, lässt sich nicht ändern jetzt.
weiß wieso nicht. Ah, du behältst mal die ganzen Bomben besser. Vielleicht kann ich die später noch gut gebrauchen. Kampf. Bloß kein Kampf gegen die. Die ist ja extrem wichtig. Ich glaube, ich kann sogar, wenn ich das Spiel durch habe, nochmal zu ihr gehen und mir coole Rüstung holen. Ich glaube, das geht auch noch. Wir sollten mal kurz rasten. Hoffen, dass keiner uns angreift. Ah! Aber zum Glück. Okay, Kriegerwolke, die kenne ich noch nicht. Schauen wir mal. Die Nahkämpfer sind auf jeden Fall wach. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Und. Du schläferst mal die hinteren ein. Er hält auf jeden Fall ordentlich was aus. Volle Pulle drauf. Die sind schon was schwächer. Sehr gut. So. Voll resten. Dankeschön. Und einmal buffen. Zauberklinge. Richtung Beschleunigen. Ich hoffe, dass Beschleunigung und so Zauber wie hier Geschossschutz und so sich auch außerhalb des Kampfes aktiviert und ich das nicht die ganze Zeit umsonst drauf mache. Ich weiß das nicht mehr und ich habe auch kein Handbuch. Das wäre natürlich richtig ätzend. Ich glaube, das war's, ne? Ach stimmt, wir wollen noch ein bisschen Feuerschutz reinhaben. Sehr gut. Speichern. Schauen wir uns mal die Tür hier an. Die ist verschlossen. Kriegen wir die auf? Ich glaube, die geht nicht auf. Die geht, glaube ich, nur mit dem Schlüssel auf. Naja, das ist wieder so eine Tür, die geht nur mit dem Schlüssel auf. Was haben wir denn hier mit der Mucke passiert? Da. Machen wir mal die an. Was hast du denn heute im Angebot für uns? Bushido-Klinge. Mmh, 11.000 aber auch. Aber interesting. Oh, drei Sachen nur. Wilde Lederhandschuhe. Pfeil mit Haken. Bushido-Klinge. Okay, Bushido-Klinge. Wo ist die Liste? Das ist ein Schwert. Bushido Blade. 2D7 plus 2. Das ist geil. Ich glaube, die nehme ich. Das ist ja richtig, richtig gut. Und die kann auch noch der Ninja tragen. Abgefahren. Das ist hervorragend. 2D7 plus 2. Ja, ja, die ist super. Die nehmen wir. Kaufen. Kommt bald wieder. Ja, sehr teuer die Sachen bei ihr, aber sie hat halt einfach super Sachen. Und die sind es echt das Geld wert. So, dann gibt Chojin mal dem Sam die Bushido-Klinge.
schauen, das Katana können wir nur als Primärwaffe. Okay, dann tauschen wir die aus. So, Katana, die zwei Sachen verkaufen wir. Speichern. War zwar viel Geld, aber eine coole, coole Waffe. Sehr wahrscheinlich werden wir nur noch eine bessere für ihn finden. Ja, okay, zwei, wenn wir noch den Stock finden sollten, was ich arg bezweifle, weil die Droprate so mies ist. Genau, du verkaufst gerade mal hier noch die zwei Sachen. Einmal dieses Katana. Und gesalbten Handschuh. So, was hast du jetzt da? Senfkolben. Teufelsflöte. Schaffstahl. Oh, ein Duckshield. Das ist, glaube ich, das zweite Schild, oder? Die Schilde. Nee, das ist verflucht. Toll. Was soll ich denn mit einem verfluchten Schild? Super. Aber ein schwerer Bogen wäre nicht schlecht, ne? Kurz mal zu den Bögen schauen. Heavy Crossbow. Ja, wir müssen den Elfenbogen kriegen, den kriegen wir aber später. Langbogen. Schwerer Bogen finde ich gar nicht, ich finde nur die Heavy Crossbow hier. Aber das ist der, glaube ich, nicht, oder? Obwohl es sieht fast wie eine Armbrust aus. Das muss ich jetzt testen erstmal. So, den kaufen wir auf jeden Fall. Und tschüss. So, schauen wir uns das doch mal an. Geben Nahema diesen schweren Bogen, der wie eine Armbrust aussieht. Hartes hast. Hast du nicht? Sehr gut. Nur ein Ölmantel. Dann gehe ich nämlich jetzt hier gerade testshalber einfach mal in den nächsten Kampf über, um zu schauen, ob Bogen klappt. Achso, ja. Wir benutzen natürlich vorher wieder so Wasserflügel. So, jetzt bin ich ja gespannt. Kampf, Kampf. Nahema kann nicht angreifen, weil sie keine Bolzen hat. Sehe ich das richtig?
dann ist das kein schwerer Bogen, sondern das ist eine schwere Armbrust, Heavy Crossbow. Die habe ich nämlich auch gefunden und ich habe keine Bolzen bei mir. Okay, dann funktioniert das nicht. Dann brauche ich auch gar nicht erst zu kaufen. Aus da. Exit. Kommt bald wieder. Ja, wir kommen bestimmt noch 20 Mal jetzt zu dir. Also, das Let's Play wird sich dadurch sehr hinziehen. Handel. Ehrwürdige Hosen. Okay, und ein Kabuto. Ja, bleibt mir nichts übrig, außer die zu kaufen und zu schauen, ob die was können. Weil ich bei der Riesenliste von Items hier durch bin, dauert einfach zu lange. Ja, eins. Verschlechterung. So sehe ich aus. Ist ja schon wie bei Might and Magic. Die ersten Sachen voller Rotz. Exit. Verlassen. So, dass ich das jetzt nicht immer wieder machen muss, speichere ich mal hier die Stelle. So. Kupferhandschuhe. Vollendeter Plattenpanzer. Ich glaube, das ist das, was ich brauche. Speichern. Das kaufen wir jetzt. Kupferhandschuhe, schauen wir uns mal an. Das ist auch etwas blöd, dass sie nicht direkt alle Waffen und alle Sachen da hat, sondern eine enge lange Liste ist, dass ich immer wieder rein muss, bis ich Glück habe, dass sie die Sachen hat, die ich suche. Naja, lässt sich nicht ändern. Halt, nicht du. Jojin. Prüfe. Minus 12. Abgefahrene Sache. Ja, also Hammer. Hammer, 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 Hammer. Ja, und ich habe einen Lord und zwei Valkyren, die das tragen können. Das heißt, ich brauche es dreimal. 6.000 kostet das. Die Hupferhandschuhe machen minus 10. Die Frage ist, hat der auch die minus 12 Handschuhe? Gibt es die? Dann war es nämlich jetzt ein Fehlkauf. Leggings. Es gibt Full Plate Leggings auf jeden Fall. Silver Solaris gibt es hier noch, die tragen könnten. Silver Gloves gibt es. Ich weiß aber nicht, ob sie die hat. Copper Gloves sind das die, die ich jetzt habe.
Ja, also das wird sich sehr wahrscheinlich jetzt 2 Stunden hinziehen, bis ich alle Gegenstände habe, weil sie halt echt gute Rüstung hatten und ich habe knapp 70.000 Geld, wenn ich alles im Pott zusammenlege. Deswegen werde ich jetzt mal das hier beenden und euch dann sagen in 2, 3 Stunden, was ich ausgewählt habe. Bis demnächst, euer Chojin.